Beginnen wird Herr Dammann, bitteschön. Dankeschön, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu einer in zweierlei Hinsicht außergewöhnlichen Pressekonferenz. Einerseits befassen wir uns mit einem Thema, nämlich mit einer Drittelbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof bezüglich des polizeilichen Staatsschutzgesetzes, also eine nicht alltägliche Themenstellung. Zum Zweiten haben wir es gemeinsam geschafft, die grüne Fraktion im Parlament und der Freiheitliche Parlamentsclub gemeinsam mit unseren Abgeordneten diese Beschwerde praktisch in Gang zu setzen und auch vorzubereiten und in diesem Bereich natürlich auch es geschafft, Experten für die Erarbeitung dieser Beschwerde zu gewinnen, nämlich Experten des AK Vorrat, namentlich Rechtsanwalt Magister Scheucher und auch den Verfassungsjuristen Dr. Christoph Scholl, die sich ja beide bereits einen Namen beim erfolgreichen Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung gemacht haben. Wieso sitzen wir heute zusammen? Ja, wir hätten, glaube ich, uns beide gewünscht, dass es vielleicht im Jänner noch einen Monat länger Verhandlungen gegeben hätte zum polizeilichen Staatsschutzgesetz. Zeit wäre dazu ausreichend gewesen, aber die Regierungsfraktionen haben sich selbst künstlich einen Zeitdruck auferlegt, um dieses Polizeischutzgesetz mit dem weiteren noch vorhandenen verfassungsrechtlichen Giftzähnen durchzupeitschen, obwohl sie im letzten Jahr, seit Sommer letzten Jahres, ein halbes Jahr ohne Verhandlungen haben verstreichen lassen und erst im Jänner dieses Jahres die eine oder andere sehr wohl konstruktive Verhandlung auch mit den Oppositionsparteien geführt haben. In diesen sehr wohl konstruktiven Gesprächen sind einige, wie ich schon gesagt habe, Giftzähne gezogen worden, aber nicht alle. Und wir haben bereits vor der Beschlussfassung angekündigt, wenn die Regierung dieses polizeiliche Staatsschutzgesetz in dieser Form entgegen den Grund- und Freiheitsrechten durchdrückt, dann werden wir zu dieser Notwehrmaßnahme im Sinne der Grund- und Freiheitsrechte greifen und diese Drittelbeschwerde auch in Gang setzen. Um was geht es im polizeilichen Staatsschutzgesetz? Es geht hier im Kern um Informationssammlungsermächtigungen für die Sicherheitsbehörden des Bundes und das Gesetz ermächtigt somit zu Eingriffen in einige Grundrechte, insbesondere ins Grundrecht auf Datenschutz, ins Grundrecht auf Privatsphäre und in die entsprechenden Grundrechte der Europäischen Grundrechtecharta. Und genau hier liegt auch eines der wesentlichen verfassungsrechtlichen Probleme, nämlich das Problem der Verhältnismäßigkeit beziehungsweise vielmehr der Unverhältnismäßigkeit der ermöglichten Eingriffe durch polizeiliche, geheimdienstliche Maßnahmen in diese Grundrechte, also eine Verhältnismäßigkeit beziehungsweise Unverhältnismäßigkeit, wie sie auch schon der Verfassungsgerichtshof richtungsweisend in seiner Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung herausgestrichen hat. Wenn ich das jetzt erklären sollte, welche Begrifflichkeiten hier zum Hauptproblem wären, ja, dann würden Sie vermutlich sofort sagen, richtig, diese Begriffe geben keine genaue Definition der Möglichkeiten her, um was es hier in diesem Gesetz eigentlich gehen sollte. Ich werde es einmal versuchen, indem ich die drei zentralen Aufgaben für die Verfassungsschutzstellen herausarbeite. Das sind zum einen die erweiterte Gefahrenforschung, zum zweiten der vorbeugende und zum dritten der akute Schutz vor verfassungsgefährdenden Angriffen. Ja? Nun haben wir die Begrifflichkeiten erweiterte Gefahrenforschung und verfassungsgefährdender Angriff in einer solchen Breite hier stehen, ja, dass hier tatsächlich mit äußerst vagen und unscharfen Tatbeständen gearbeitet wird, die aber als Folge umfassende Grundrechtseingriffe nach sich ziehen. Ja. Das heißt, hier wird mit unscharfen Tatbeständen werden hier Instrumente eröffnet, die sehr explizit, direkt und umfassend in unsere Grundrechte eingreifen, um in weiterer Folge den Sicherheitsbehörden zu ermöglichen, alle personenbezogenen Informationen zu sammeln, um diese hernach erst recht wieder automationsunterstützt abzuspeichern. Ja? Das heißt, hier haben wir insgesamt ein Konzept in diesem polizeilichen Staatsschutzgesetz vorliegen, das gerade im Lichte der Rechtsprechung zur Vorratsdatenspeicherung alles andere als verhältnismäßig ist und somit ebenso im Widerspruch zum Grundrecht auf Datenschutz steht, als auch im Widerspruch zum Grundrecht auf Privatsphäre. Ein weiterer darüber hinausgehender Problempunkt dieses Staatsschutzgesetzes ist die Undifferenziertheit für verschiedene Gefahren höchst unterschiedlichen Gewichts. Ja.
Das heißt, hier wird mit gleichen geheimdienstlichen Maßnahmen gegen Problemstellungen und Gefahren vorgegangen, die ein unterschiedliches Gewicht haben. Ja. Beispiel, auf der einen Seite wird mit den gleichen Maßnahmen gegen die Gefahr eines terroristischen Angriffs auf eine gesetzgebende Körperschaft vorgegangen. Auf der anderen Seite kann mit den gleichen Maßnahmen gegen eine Betriebsspionage vorgegangen werden und auf der anderen Seite mit den gleichen Maßnahmen beispielsweise gegen eine Gefahr, die durch eine Verhetzung auf einem Stammtisch ausgeht. Ja. Und hier könnte es durchaus zu einem Problem mit dem Sachlichkeitsgebot des Gleichheitsgrundsatzes kommen, wie er im Artikel 7 des Bundesverfassungsgesetzes auch geregelt ist. Abschließend möchte ich von meiner Seite natürlich auch den vorgesehenen Rechtsschutzstandard herausstreichen. Ja. Das heißt, in der Regel wird er eine durch das Staatsschutzgesetz und durch die geheimdienstlichen Maßnahmen betroffene Person nicht darüber informiert sein, dass sie überwacht wird. Ja. In logischer Konsequenz hat diese Person natürlich dann auch keine rechtsstaatliche Überprüfung zur, praktisch dieser Maßnahme ermöglicht. Ja. Und in diesem Fall, wenn eine solche rechtsstaatliche Überprüfung nicht stattfinden kann, ja, wie es hier auch gegeben ist, hat ein Staat eine angemessene Ausgleichsmaßnahme für diesen Fall vorzusehen. Wir sind der Ansicht, dass diese vorgesehene, in diesem Gesetz vorgesehene Rechtsschutzbeauftragten-Variante alles andere als tauglich ist, um diese angemessene Ausgleichsmaßnahme zu sein. Und auch das wird natürlich ein Punkt sein, der in dieser Beschwerde auch wesentlich herausgearbeitet wird. Alles in allem ist natürlich zu sagen, dass hier eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Verstöße gegen das österreichische Verfassungsrecht, gegen die Grund- und Freiheitsrechte vorliegen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir mit dieser zu erarbeitenden Beschwerde auch hier erfolgreich sein werden, dieses Polizeischutzgesetz auch entsprechend zu bekämpfen, insbesondere auch durch die Expertise jener Personen, die bereits erfolgreich im Sinne der Grund- und Freiheitsrechte bei der Vorratsdatenspeicherung gearbeitet haben. Darf ich jetzt übergeben zum Kollegen Peter Pilz. Dann übernehme ich. Also, ich schicke mal was persönlich voraus. Erstens, ich schätze den Kollegen Dahmann, so wie einige, nicht alle, aber einige Mitglieder seiner Fraktion durchaus persönlich und sachlich. Zweitens, wenn ich in der Früh aufstehe, ist nicht mein erster Wunsch, gemeinsam mit einem freiheitlichen Abgeordneten eine Pressekonferenz zu machen. Und ich nehme an, dem Kollegen Dahmann geht es mir gegenüber genauso. Das heißt, wir sitzen nicht aus politischer Zuneigung gemeinsam da, sondern als eine Art parlamentarischer Notwehrgemeinschaft. Eine Notwehr bildet man mit zwei so unterschiedlichen Parteien wie FPÖ und Grünen dann, wenn es eine Notsituation gibt. Und unseres Erachtens nach gibt es eine Notsituation. Und die Notsituation besteht im Wesentlichen darin, dass unter dem Titel Verfassungsschutz wesentliche Elemente unserer Bundesverfassung, unserer Grundrechte und unserer Freiheitsrechte angegriffen werden. Das ist diese unerträgliche Situation, wo man einen Angriff auf die Verfassung und einen Angriff auf unsere Grundrechte und unsere Freiheiten als Verfassungsschutz bezeichnet. Worum geht es im Detail? Der Kollege Dahmann hat schon einiges geschildert. Ich möchte nur sehr wenig davon wiederholen. Zum Ersten, dass der polizeiliche Geheimdienst unglaublich viel tun darf. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Wir haben etliches rausverhandelt und es stimmt, dass etliche Giftzähne gezogen worden sind. Noch einmal öffentlicher Dank an unsere Verhandlungspartner Otto Pendl und Werner Amann, die das auch gegenüber dem Innenministerium im Jänner noch gerettet haben. Das war für uns alle sehr wichtig. Also einige Verbesserungen haben wir in den Verhandlungen durchgesetzt. Aber ich nenne nur ein Beispiel, das sind die sogenannten Redelsführer beim Landfriedensbruch. Das ist der bis jetzt erfolgreiche Versuch des Verfassungsschutzes, alle organisierten Fußballfans und ihre Kontakte geheimdienstlich überwachen zu können. Die Vorstellung des Verfassungsschutzes und der Innenministerin ist folgende. Es gibt unter organisierten Fußballfans Redelsführer, die
bereiten möglicherweise irgendwas vor, was in Richtung Landfriedensbruch geht. Das ist ein Gummiparagraph, der alles und nichts heißen kann. Und Sie und alle Ihre Kontakte, alle einschlägigen Kontakte, sind präventiv zu überwachen. Das heißt, der Verfassungsschutz kann sich nicht aussuchen, sondern er wird gesetzlich verpflichtet durch dieses Gesetz, alle organisierten Fußballfans und ihre persönlichen Kontakte in Österreich zu überwachen. Das sind zehntausende Menschen, von denen der Großteil nichts anderes vorhat, als auf den Fußballplatz zu gehen und dann nachher wieder nach Hause zu gehen. Aber weil irgendwann irgendwas passieren könnte, kriegt der Verfassungsschutz den Auftrag, die müssen alle überwacht werden. Jetzt, was wird da überwacht? Eine ganze Reihe höchstpersönlicher Daten, die tief in den privaten Bereich reingehen. Und das Gefährlichste sind die Kontaktdaten. Wer hat mit wem wann Kontakt? Wer bewegt sich wie? Wer trifft wen wann? Das Gefährliche bei Geheimdiensten ist ja in erster Linie nicht mehr die direkte Gesprächsüberwachung, sondern sind die sozialen Profile, die man über Bewegungsdaten, über sogenannte Vorratsdaten erfährt. Und jetzt soll der Verfassungsschutz zum ersten Mal auf diese bis jetzt hervorragend geschützten Daten Zugriff kriegen. Auf Handydaten. In dem Fall von Fußballfans. Aber es gilt auch für viele andere in Wirtschaft, in der Außenwirtschaft und, und. Wir müssen davon ausgehen, dass es einen Personenkreis trifft und das ist ein Auftrag an den Verfassungsschutz, der kann sich das nicht aussuchen, von einigen hunderttausend Personen in Österreich. Das ist die Größenordnung. Und das ist einfach zu viel, weil es nicht ein paar hunderttausend Dschihadisten und Sympathisanten des Terrorismus in Österreich gibt. Diese Annahme ist ja absurd. Also wird jetzt gesagt, ein riesiger Personenkreis, wir vergrößern den Heuhaufen so lang, bis wir uns sicher sind, dass irgendwo drin eine Stecknadel ist. Und dann nehmen wir uns Rechte, die bis jetzt Gerichten vorbehalten waren. Eben Zugriff auf Handydaten und etliches andere mehr. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, der Rechtsschutz. Kollege Dahmann hat es bereits erwähnt. Wenn den unabhängigen Richtern der Rechtsschutz weggenommen wird und hochverdiente, juristisch hochgebildete einzelne Pensionisten mit dem Rechtsschutz beauftragt werden, unter dem Titel Rechtsschutzbeauftragte, dann kann das nicht funktionieren. Weil weder die Unabhängigkeit noch die notwendigen Ressourcen zum Rechtsschutz gegeben sind. Das ist das zweite große verfassungsmäßige Bedenken. Also erstens viel zu breit und zweitens Ausschaltung der unabhängigen Justiz als Instrument des Rechtsschutzes. Das dritte ist die sogenannte Analysedatenbank. Stellen Sie sich einmal vor, von 10.000, vielleicht 100.000 Menschen gehen die Daten alle rein in die Geheimdienstdatenbank des Verfassungsschutzes. Es gibt niemanden, der derzeit im Gesetz die laufende Verarbeitung dieser Daten kontrolliert. Das haben wir immer wieder orgiert und gesagt, es muss doch, wenn diese Daten verknüpft werden, wenn Profile erstellt werden, wenn Menschen und ihre Beziehungen geheimdienstlich ausgeforscht werden, muss ja irgendeine Kontrolle geben. Nein, es gibt keine Kontrolle. Und der nächste und für mich ganz besonders schmerzhafte Punkt ist, nach den Erfahrungen mit NSA, BND, GCHQ, Direktion General und so weiter, ist die Schnittstelle vom österreichischen Geheimdienst zu den ausländischen Geheimdiensten schlicht und einfach nicht geregelt. Es gibt dort keine Kontrolle, keine besonderen Vorschriften. Das heißt, der österreichische Verfassungsschutz wird zum Selbstbedienungsladen für NSA, BND, GCHQ und alle anderen großen, zumindest westlichen Geheimdienste. Genau davor wollten wir die Menschen in Österreich schützen. Da gibt es jetzt einen Persilschein für NSA, CIA und BND. Und das wird vor dem Verfassungsgerichtshof zu prüfen sein. So, was tun wir jetzt? Ja, erspar mir die Aufzählung noch vieler möglicher Verfassungswidrigkeiten. Wir haben als Abgeordnete unter einer Voraussetzung die Möglichkeit, das Gesetz bereits vor Inkrafttreten zum Verfassungsgerichtshof zu bringen. Und das ist diese Drittelbeschwerde. Wir brauchen ein Drittel der Abgeordneten. Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir so weitermachen, irgendwann als Grüne ein Drittel der Abgeordneten stellen werden. Aber derzeit ist es nicht so weit. Zum Glück hat die FPÖ auch nicht
so viel und ist auf uns angewiesen. Also machen wir es gemeinsam. Wir sind ein bisschen am Weg. Schauen wir mal. Das werden wir nicht heute klären. Ja. Deshalb bringen wir jetzt die Drittelbeschwerde ein. Wir haben die genannten Experten des AK-Vorrat beauftragt. Da gibt es auch jetzt Clubbeschlüsse. Das wird von den beiden Parlamentsclubs FPÖ und Grüne getragen. Wir rechnen damit, dass der Entwurf für die Drittelbeschwerde, dass die Drittelbeschwerde binnen etwa 2 Monaten einbringungsreif ist. Das heißt, wir werden noch vor Inkrafttreten des Gesetzes Anfang Sommer die Drittelbeschwerde zum Verfassungsgerichtshof bringen. Meine Hoffnung ist folgende. Erstens, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass in wesentlichen Punkten der Verfassungsgerichtshof unserer Beschwerde folgt. Das heißt dann konkret, das Gesetz tritt Anfang Sommer in Kraft und wird ungefähr ein halbes Jahr später wieder gehoben. Und dann kriegen wir die Möglichkeit, wenn wir beim Verfassungsgerichtshof erfolgreich sind, bereits Anfang nächsten Jahres wieder zurück an den Staat zu gehen und das mit den Regierungsparteien neu zu verhandeln. Und dann bin ich dafür, dass wir das Innenministerium aus diesen Verhandlungen ausschließen, weil es nur Unfug anrichtet, und das ausschließlich parlamentarisch verhandeln. Weil ich traue uns jederzeit zu, mit dem Verfassungsgerichtshof im Rücken, dass die Freiheitlichen und wir gemeinsam mit SPÖ und ÖVP im Parlament und nirgends sonst ein ganz anderes und viel, viel besseres Gesetz zustande bringen. Weil wir brauchen ein Staatsschutzgesetz. Es darf keinen Geheimdienst ohne eine ganz präzise gesetzliche Basis, verfassungskonform und mit Rechtsschutz geben. Und das ist der einzige Weg, der uns offen geblieben ist, um das durchzusetzen. Und das werden wir auch durchsetzen. Und wir werden diese Auseinandersetzung im Interesse des Rechtsstaates, der Bundesverfassung und der 10.000 oder 100.000 potenziellen Opfer des österreichischen Geheimdienstes. Wir werden diesen Weg gehen und ich gehe davon aus, dass wir das Ganze erfolgreich gehen. Das wollte ich Ihnen noch mitteilen. Eva Kellermann wird jetzt möglicherweise Ihnen die Chance geben, Fragen zu stellen. Möglicherweise. Bitte gibt es noch Nachfragen. Ganz kurz, der fußballinteressierte Bürger, kommt der vorne überwacht ist oder nicht? Der fußballinteressierte Bürger, der weiß es nicht. Es gibt keine Möglichkeit, das rauszukommen. Nein, wenn das läuft nicht, es gibt schon gewisse Kontrollverständigungspflichten und so weiter, aber im Regelfall werden Sie es nicht erfahren und speziell die Kontaktpersonen nicht. Sie müssen ja davon ausgehen, dass pro, sagen wir mal, Hauptverdächtigen, also in dem Fall den sogenannten Redelsführer, im Schnitt, das sind die NSA-Erfahrungen und die BND-Erfahrungen, es im Schnitt 100 Kontaktpersonen gibt. Und diese Personen werden mit Sicherheit nicht informiert nach dem jetzigen Gesetz. Bitte. Wie erklären Sie sich die Sammelwut des Innenministeriums? Weiß man es nicht besser dort oder glaubt man, dass man eben mit mehr Überwachung mehr Erfolg hat? Willst du mal sagen? Ja. Wir haben im Vorfeld der Beschlussfassung am 27. Jänner auch dankenswerterweise auf deine Initiative hin auch Gespräche im Parlament mit Experten ausländischer Geheimdienste geführt. Und auch dort wurde den Regierungsfraktionen ganz klar die Problemstellung dieser Sammelwut vor Augen geführt. Also, dass es nicht besser wusste, ja, kann man nicht sagen, sondern sie sind wohl eher sehenden Auges in diese Problemfalle hineingetappt und haben diese Verfassungswidrigkeit praktisch provoziert. Ja. Also sie sind darüber aufgeklärt worden, es wurde darüber mehrfach auch gesprochen und auch im Vorfeld der Beschlussfassung im Ausschuss und darüber hinaus von uns immer wieder angesprochen, dass diese Menge an Daten sicherlich nicht dienlich ist, wenn hier geheimdienstliche Arbeit im Sinne der Bürger stattzufinden hat. Das Ganze hat natürlich mit einem Problem auch der Geheimdienstkultur zu tun. Wir wollten immer, dass es in Österreich einen schlanken, eigenständigen, gut parlamentarisch und gerichtlich kontrollierten Geheimdienst gibt. Den braucht man ja. Aber die österreichische Tradition ist, der Geheimdienst im Innenministerium, also der Verfassungsschutz, ist sowas wie eine Filiale von NSA, CIA, BND und GCHQ und wird auch so geführt. Und das sieht man im Gesetz, dass die Grundvorstellung ist, es gibt einen großen Bruder in Washington, es gibt mittlere Brüder in Berlin, in London und in Paris und es gibt den kleinsten Bruder aller Zeiten, das ist der österreichische Verfassungsschutz. Und so schaut das Gesetz aus.
Das ist ein kleiner Brudergesetz. Und das müssen wir versuchen zu ändern. Ja, bitte. Haben Sie auch mit anderen Oppositionsparteien gesprochen oder haben Sie sich gleich so miteinander verständigt, dass das klar war, dass man die anderen nicht anspricht? Also wir haben uns mit unseren Taschenrechnern hingesetzt und haben einmal ausgerechnet, wie kommen wir auf ein Drittel, und es gibt eine einzige Möglichkeit, auf ein Drittel zu kommen im Rahmen der Opposition, nämlich FPÖ plus Grüne. Es gibt keine andere rechnerische Variante. Zweitens, wir wollten schnell sein, deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt einmal gemeinsam und jetzt sind wir soweit. Drittens, wir wissen, dass zumindest die NEOS dieses Vorhaben unterstützen. Das ist sehr schön und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und wir freuen uns über jede Unterstützung, aber wir werden diese Drittelbeschwerde, weil das einfach der einfachste Weg ist, als eine freiheitlich-grüne Kooperation auch bis zum Ende weiterführen. Gut, Nachfrage, ja. Haben Sie mit den damaligen Verhandlungspartnern ausgesprochen, Amann und Pendel, wie sehen Sie das? Teilen die Bedenken oder, Sie haben ja schon gesagt, da wurde viel mit den beiden hinausverhandelt? Also, hätten wir das Ganze verhandelt rein parlamentarisch, spricht viel dafür, dass wir keine Drittelbeschwerde machen hätten müssen. Ich glaube, mit Otto Bendl und Werner Amann und damit mit Andi Schieder und Lopatka hätten wir anders ein wesentlich besseres Gesetz zustande gebracht. Und ich glaube, es ist auch im Interesse der Parlamentsclubs von SPÖ und ÖVP, dass dem Innenministerium jetzt ganz offiziell eine Verfassungslektion erteilt wird. Ich glaube, da gibt es viele in den Parlamentsclubs der beiden Regierungsparteien, die sagen, naja, höchste Zeit, bitte macht's das. Aber ich bin noch nicht befugt, im Namen von Otto Bendl und Werner Amann Erklärungen abzugeben. Vielleicht, um das Bild zu vervollständigen, es hat ja viel weitergehende Gespräche und vielleicht auch schon Verhandlungserfolge im Vorfeld der Beschlussfassung zwischen den Parlamentsfraktionen gegeben. Ja. Nur wie sich dann das Innenministerium wieder eingeklinkt hat, waren diese gegebenen Zusagen wieder wie ausradiert. Ja. Das heißt, wir sind einen Schritt vor und zwei Schritte zurückgegangen, sobald das Innenministerium versucht hat, hier Politik zu machen und die gesetzgeberische Funktion zu übernehmen. Ja. Und so gesehen ist es natürlich so, dass auch wir bestätigen können, dass Kollege Bendl und auch Amann sehr konstruktiv hier Gespräche geführt hat mit uns und auch gesehen haben, welche weiteren Probleme insbesondere durch dieses Gesetz verfassungsrechtlich nämlich entstehen können. Ja, aber es ist halt so beschlossen worden, wie sie es beschlossen haben, und leider haben sie nicht, aus welchem Grund auch immer, auf unsere Linie eingeschwenkt, noch ein weiteres Monat zuzuwarten, in diesem Bereich durchzuverhandeln und hier ein wasserdichtes Gesetz im Sinne der Verfassungskorrektheit, ja, und Verfassungskonformität zustande zu bringen. Also der Kollege Dahmann hat eh darauf hingewiesen, ich habe vor einigen Monaten, ich glaube das war vor dem Sommer, wenn ich mich richtig erinnere, Bill Binney und einige andere ins Parlament eingeladen. Und wir hatten dort eine große Aussprache, da waren freiheitliche Sozialdemokraten, ÖVP-Abgeordnete dabei, da waren auch die Clubobmänner der Regierungsparteien dabei. Wir haben das dort durchbesprochen und alle gemeinsam haben verstanden, worum es geht. Einen schlanken, gut kontrollierten, auf wenige gefährliche Szenen und Gruppen konzentrierten Geheimdienst, der die Verfassung schützt und die Menschen vor terroristischen Organisationen und Vorhaben schützt. Und sonst gar nichts. Und die haben das verstanden, mit denen bringen wir das jetzt an. Das Innenministerium ist in jedem Fall der Störfaktor. Und das, was da vorliegt, das Staatsschutzgesetz, ist ja nicht nur unserer Meinung nach verfassungswidrig, sondern auch ein ganz schlechtes Gesetz, weil es ja nicht umsetzbar ist. Das ist ein Heuhaufengesetz, ein Heuhaufenvergrößerungsgesetz. Und ich kenne die Beamten des Verfassungsschutzes sehr gut, das sind jetzt nicht international die Vorbilder für erfolgreiche Bekämpfung von terroristischen Strukturen. Und da fehlt es an vielen Qualifikationen und so weiter. Und wenn die jetzt noch größere Heuhaufen kriegen, dann ist das Einzige, was unser Verfassungsschutz noch finden wird, die Heuhaufen selbst und sonst gar nichts. Herr Schmidt hat noch eine Frage. Ganz kurz, Herr Bendl, ist das der Chef von den Justizbehörden? Ist das der Bendl? Der Otto Bendl kommt von der Justizwache. Das ist ja, aber er ist der Chef, oder Gefängniswärter.
Das würde ich nicht ausschließen. Also für mich ist er der Sicherheitssprecher der SPÖ. Ja. Und ein sehr, sehr guter Abgeordneter. Ist für Sie sicher, dass der Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz nicht kippen wird? Oder ist es für Sie fix, dass der Ihre Punkte, dass er genauso sicher ist? Nein, grundsätzlich ist es natürlich offen. Ich kann nicht sagen, der Verfassungsgerichtshof wird so oder so entscheiden, weil dann, wenn ich das eh wüsste, brauche ich ja keinen Verfassungsgerichtshof mehr. Ich weiß es nicht, aber es spricht vieles dafür, dass wir Erfolg haben, weil wir jetzt mit wirklich vielen Leuten geredet haben und auch mit Verfassungsrechtlern geredet haben und die uns eigentlich einhellig gesagt haben, unserer gemeinsamen Meinung nach kann das nicht halten. Es ist ja nicht bis jetzt nichts passiert. Es gibt ja das Erkenntnis zur Vorratsdatenspeicherung und es gibt einiges andere mehr. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof befindet sich seit vielen Jahren auf einem zunehmend klaren Kurs des nicht nur österreichweiten Grundrechtsschutzes. Und der Grundrechtsschutz wird in der europäischen Rechtsprechung immer wichtiger. Das ist ja nicht nur in Wien so, das ist ja auch EuGH und so weiter. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Sie bekommen von mir noch Pressekonferenzunterlagen. Gibt es noch Fragen? Dann ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen Tag. Danke.